Willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Ja, heute wieder on the road. Sprech. Wieder arbeiten. Meine Haare sehen schlimm aus. Ich muss wieder mal zum Friseur. Unglaublich. Und jetzt ist auch einmal Wind durchs Auto gefegt und plötzlich wusch. Sieht natürlich super aus. Aber egal, ich reg mich darüber gar nicht mehr auf. Ich lasse die einfach wild aussehen, weil das macht nur mein Leben kürzer, wenn ich mich immer darüber aufrege, wie meine Haare aussehen. Meine Güte, ich kann es sowieso nicht ändern. So, ja, was machen wir heute? Wenn die Standardorte, wie wir die letzten Male hatten, wie viel Grad haben wir? Es ist verdammt warm. 16 Grad. 16 Grad, nicht schlecht. Das ist ganz gut. Drin fühlt sich wärmer an. Ja gut, aufgeheizt. Ja, genau. Wir sind ja die normalen, nichts Neues. So dieselben Gebiete wie die letzten paar Tage. Und ja, genau. Gibt es eigentlich irgendwas zu erzählen? Xenia hat ab Freitag Urlaub. Gut, Freitag ist Feiertag, aber dann hat sie Urlaub. Freut sich schon sehr drauf. Ich mich auch. Mal gucken, dass wir ein paar schöne Videos machen. Was steht noch so an? Ja, mal gucken. Wir wollen natürlich dann auch viel mit dem Auto rumfahren. Vielleicht sehen wir auch was Schönes. Wir wollen ein bisschen an schöne Orte fahren, wo es sich lohnt hinzufahren. Vielleicht kann man da dann auch das ein oder andere Video mitmachen, beziehungsweise in den Daily Vlog rein. Packen. Aber das werden die nächsten paar Tage recht unterhaltsam. Doch. Das Blöde ist, ich habe jetzt so gesehen keinen richtigen Urlaub. Also Mittwoch muss ich ja dann trotzdem arbeiten, je nachdem am Donnerstag auch und Freitag auch. Also für mich gibt es keinen Urlaub, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, weil es ja eh immer nur so ein paar Stündchen sind. Genau. Ich muss nachher noch zum Aldi und zum Norma, zumindest ist der Plan so, weil es da momentan etwas gibt, was ich gerne hätte. Und zwar einmal ein Lötkolben und eine Arbeitshose. Weil meine letzte Arbeitshose ist ja kaputt gegangen. Und deswegen brauche ich eine neue Arbeitshose, also für am Auto zu arbeiten. Genau. Die zwei Sachen waren es, oder? Ja, ich glaube, die zwei Sachen waren es. Nur meine Befürchtung. Ich habe meinen Geldbeutel nicht dabei. Das bedeutet, kann gar nicht hin. Wo habe ich den dann gelassen? Ah, scheiße, der ist in der Jacke. Verdammt, der ist in der Jacke. Tja, das ist jetzt blöd. Der ist in der Jacke. Scheibenkleister. Ja, dann muss ich das nachher machen. Wir müssen nachher eh einkaufen, weil Freitag ist Feiertag. Und Samstag wollen wir eigentlich nicht einkaufen und morgen ist dann wahrscheinlich die Hölle los, deswegen heute einkaufen. Und da kann ich das immer noch holen und verbinden. Genau. So, aber das ist schön, das Wetter ist super. Ich habe heute leider nicht die Hunde mit dabei, weil ich heute ein bisschen zügiger arbeiten möchte. Und wenn die Hunde dabei sind, schön, dass es so früh blinkt. Wenn die Hunde mit dabei sind, dann ist das immer ein bisschen schwieriger zu handhaben, weil ich dann immer auf die Hunde ein bisschen achten muss. Dann muss ich sie raus tun, wieder rein tun. Und das kostet alles viel Zeit. Das macht locker eine halbe Stunde bis Stunde aus. Und genau deswegen habe ich sie heute nicht dabei, damit wir heute ein bisschen zügiger arbeiten können, weil ich um 3 eigentlich fertig sein möchte mit 3 Gebieten. Wir haben jetzt 12:22 Uhr, das wird sowieso knapp.
Nein, zum Glück haben wir in den Gebieten selber jetzt nicht so viel. Oh, der Wind, meine Haare, ja, das liebe ich. Egal. Komm, macht mich doch sympathisch, so auszusehen, oder? Aber richtig Gas geben heute. Alles frei, das macht mich so frei. Ja, nächsten Mittwoch wird natürlich mega geil, ja. Mit einer Corvette arbeiten. Das wird ultra. Ich bin schon gespannt auf die Blicke. Die Leute kennen mich ja hier alle so ein bisschen. Manche mögen mich, manche nicht. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Jeder mag irgendjemanden nicht oder mag jemanden. Und bin ich schon ultra gespannt, wenn ich dann mit der Corvette hier arbeite. Das wird lustig. Das wird geil. Da werde ich wahrscheinlich sehr oft zu hören bekommen, verdient man da so gut? Ja. Man verdient da so gut. Genau. Das wird schon lustig. So schnell war ich schon die letzten Dings nicht mehr. Oh, sieht er mich? Habe ich gesehen, sehr gut. Das verbessert sich nach vorne fährt. Da kam sie gleich entgegen. Danke dafür. Der Hund macht mir immer. Ist halt schon großer kleiner Kämpfer. Aber so ein schöner Hund. Aber ich habe Respekt, wirklich. Wenn der loslegt, dann gibt's keinen Morgen mehr. Schneller als die Post. Vor uns fährt die Post. Mein Lieblingskunde. Es ist jetzt warm. Klar, wenn ich jetzt auch noch so rumrenne und mich so beeile, heizt sich mein Kerch bei 11. So, der nächste. Ich denke mal, aus auf eine kleine Runde. So, Halleluja! Haben wir den Ort hier fast in einer halben Stunde. Wir sind zwar noch nicht fertig. Und dann jetzt 12:44 Uhr, sind 22 Minuten angebracht, wo wir mit Hunden, wenn ich normal mache, etwa eine Stunde brauchen. Also der Bahnsteig wird meistens so 45-50 Minuten für den Ort. Und wir haben den jetzt, wenn wir jetzt fertig sind, in einer halben Stunde geschafft. Sieht aus wie ein Wahnsinniger? Ja, denn ich bin ein Wahnsinniger. So. Der letzte für heute hier in diesem Ort. Gut. Auf zum nächsten Ort.
müssen wir ein bisschen ausspannen. Sag mal. 25 Minuten gebraucht für den Ort, wo 50, 45 Minuten veranschlagt werden, normalerweise. Und wofür wir mit den Hunden meistens so eine Stunde brauchen. Auf zum nächsten. Leider ist der nicht so weit weg. Okay. Ich habe leider nichts zu trinken mitgenommen, das war eine dumme Entscheidung. Egal. 1,5 Stunden noch, dann habe ich es wahrscheinlich eh schon geschafft. Also, let's go. So, Freunde, wir sind fertig für heute. Ich heb mir für morgen noch was auf. Erstens kriege ich dann auch morgen Bewegung und zweitens kann ich da dann die Hunde mitnehmen. Und jetzt haben wir 13:20 Uhr. Das ist eigentlich gute Zeit. Krass. War mal echt schnell heute. Not bad. Not bad. Dafür, dass wir ja normale Menge hatten. Normale Menge, ne? Ja, das war ganz gut. Ich könnte jetzt natürlich das eine Gebiet auch noch machen. Aber erstens habe ich keine Lust mehr. Zweitens möchte ich das Video noch schnell bearbeiten. Das von gestern kam ja noch nicht. Das möchte ich nämlich auch noch bearbeiten. Und veröffentlichen. Deswegen muss ich ein bisschen mich ranhalten. Und um 3 hat ungefähr Xialin Feierabend und da wollte man dann einkaufen gehen. Weshalb ich da jetzt dann doch jetzt schon Schluss mache und dann noch den Vorteil mit mir nehme, dass ich ja die Hunde morgen mitnehmen kann und noch mal morgen Bewegung kriege. Das macht schon Sinn. Oder kann ich das ein bisschen aufteilen? Ja. So, genau. Vielleicht gucke ich dann heute mal auf der rechten Seite, vordere Achse. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, da klackert was. Da schleift irgendwo was. Vielleicht kann ich mir das nachher mal noch anschauen. Ja, genau, fahren wir hier rein. Ja, das haben wir jetzt aber super gemacht. Also wirklich, echt. Vorne ist unglaublich. Vorne kann man warten. Sorry, aber ja, hier ist der Haltebucht. Ja, die muss dann auch reinfahren. Also unglaublich. Normalerweise wird man sich jetzt hier mitten in den Weg stellen sollen und sagen, fahr zurück. Ich fahre den ganzen Weg nicht zurück. So ein Mistviech, echt. Sorry, aber bei sowas verstehe ich keinen Spaß mehr. Wahnsinn. Wirklich. Da hatte ich schon mal auch, so bei uns in der Nähe ist so ein Bergpass. Und die Straße ist extrem eng. Ja? Da passt nur, normalerweise passt da nur ein Auto durch. Ja? Aber diese Leute, manche, meinen, da durchpassen zu müssen. Und da hatte ich letztens ist gut, das war noch mit dem Dodge Charger gewesen. Dann bin ich mit dem Dodge Charger da runtergefahren und entgegen kam ein Transporter mit Behinderten drin. Also wirklich Behinderten. Jetzt nicht böse gemeint, sondern mit behinderten Menschen drin. Und der meint dann auch durchfahren zu müssen, obwohl da alle 50 Meter oder sowas eine Haltebucht ist. Ja? Und der hat mich ganz genau gesehen und der fährt da durch. Was hat er gemacht? Hat mein Spiegel mitgenommen. So ein Penner. Da werde ich richtig sauer. Und da hatte ich das Auto erst 2 Monate neu gehabt. Da flippe ich dann aus. Also sowas geht gar nicht. Ja? Das sind extra Haltebuchten und ein Schild, Vorfahrt gewähren. Ja? Das steht nicht aus Spaß da. Also, ja, das ist langsam fahren und so, das ist eine Sache, ja, das ist so, der eine kann halt schneller fahren, der andere nicht, das ist in Ordnung, aber sowas, das muss man können und im Kopf haben, dass wenn da ein Auto entgegenkommt oder da ist ein Haltebuch, dass man da stehen bleibt, also wirklich. In der Xialin ist das auch im Bergpass passiert, da kamen dann trotzdem noch Autos entgegen und die ist halt relativ weit rechts gefahren und ist dann an so einem Leitpfosten hängen geblieben. Also wirklich, echt. Weil sie halt lieber den anderen ausweichen wollte. Was ich verstehen kann, voll und ganz. Ja. Bei mir ging es zu schnell. Das
schnell habe ich das nicht gesehen. So, fahren wir heim. Wie sage ich immer so, haben wir unsere Portion Ärger und hier, ne, einfach rausfahren. Gell? Unfassbar. Glaubst du nicht. Und dann trödeln wir. Wirklich, ey. Da verstehe ich dann auch keinen Spaß. Ja? Wenn jemand das macht, weil er es nicht anders kann, ja, also mit Geschwindigkeit oder sowas, das ist eine Sache, da kann man sich ja auch ärgern drüber, aber das ist menschlich, ja, das ist von mir aus in Ordnung. Aber sowas, Vorfahrt nehmen und ja, das sind Sachen, die kann man verhindern oder sollte man wissen, dass man das nicht macht. Das ist einfach falsches Fahrverhalten. Und da verstehe ich dann auch keinen Spaß mehr. Weil im schlimmsten Fall, in solchen Situationen, was passiert, ja, du schrottest dein Auto, ja, der fährt dir in die Seite rein oder du fährst ihn in die Seite rein oder was auch immer, ja, und du wirst, ich kenne das, du kriegst eine Teilschuld, hundertprozentig, egal wie du es drehst und wie du es wendest, dieser Penner, der dreht sich dann raus, hab ich nicht gesehen, weil ich platz, da ist zu schnell gefahren oder was auch immer, ja, der dreht das so, dass es passt, ist immer so, ja, und dann hast du eine Teilschuld, obwohl du nichts dafür kannst. Und selbst wenn, mein Gott, was ist denn heute los, ey? Wahnsinn, ne? Ja, und also selbst wenn du dann Recht bekommst, ja, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ja, du bekommst dann Recht, okay, aber das Auto ist kaputt. Dieses Auto kriege ich nie wieder, nie wieder. Das kriege ich nie wieder so zurück. Kann ich vergessen. Wer will mir das Auto wieder bezahlen? Das Auto ist so alt, ja, ist auch nicht im wahnsinnig guten Zustand. Ja, was werde ich für das Auto kriegen, wenn es mir jemand zu Schrott fährt? 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder sowas. Das Auto ist für mich persönlich erstens mehr wert und zweitens habe ich unglaublich viel Geld schon reingesteckt, ja, auch die letzten paar Monate. Und wenn mir jetzt das Ding einer zu Schrott fährt, habe ich ein riesen Minusgeschäft gemacht, ein riesen Minusgeschäft. Und ich kriege dieses Auto so nicht wieder. Und das, ja, abgesehen vom emotionalen Wert, ja, wir haben das Auto jetzt schon so lang und ich will das auch so lang fahren, bis er wirklich nicht mehr mag und nicht, weil irgendein Vollpfosten mir in die Seite reinfährt oder sowas. Also wirklich. Halt Unterschiede, ja. Versehen ist nochmal eine Sache, ja. Man kann aus Versehen jemanden mal vielleicht zum Beispiel nicht sehen oder sowas. Das kann schon mal vorkommen. Aber ja, wenn sie einen ins Gesicht gucken und dann rausfahren, ja, weil sie denken, oh, ich bin schneller, na dann, boah, dann flippe ich aus, ehrlich. Da verstehe ich dann echt keinen Spaß, ganz ehrlich. Für den einen, also ich muss dazu sagen, früher war ich ein bisschen anders da, ja. Früher war ich eher so, ja, ich hatte auch schon manche Situationen, wovon ich überzeugt bin, dass ich keinen Fehler gemacht habe, aber der andere den Fehler gemacht hat, also ich mit dem Auto hier, ganz am Anfang noch, bin ich mal in München gefahren und da war so eine Kreuzung gewesen, die war, stand da halt an dieser Kreuzung, hab mich umgeschaut und so und hab vorne rüber geguckt, man hat geradeaus eine Seitenstraße gehabt und man hätte so eine etwas größere, große Straße überquert, vierspurig, also zwei auf beiden Seiten. Meine Ampel wurde grün, ich bin ganz normal angefahren, langsam angefahren und wollte links abbiegen, Blinker gesetzt, fahre. Und plötzlich ist ein Auto vor mir. Ja, also wirklich so quer, ja. Und das war mein erster richtiger, in Anführungszeichen, richtiger Unfall. Aber dieser Unfall war für mich in dem Moment so, huch, was ist denn da jetzt passiert? War ich erstmal so, wo kommt der denn jetzt her? Ja, das war für mich so, hä, das kann ja nicht sein. Ich kann ja kein Auto übersehen, ja. Und für mich war das in dem Moment so ein, der könnte natürlich von rechts gekommen sein und ist demnach über Rot gefahren. Ja? Das hätte sein können. Ob das so war, weiß ich jetzt so hundertprozentig nicht und in dieser Situation sowieso nicht. Und ich wollte ihm auch nichts unterstellen, weil ich mir ja nicht sicher war. Und ich habe mir nur gedacht, wie konnte ich dieses Auto übersehen, wenn der von vorne gekommen ist. Ja? Den konnte ich gar nicht übersehen, vor allem so wie er da stand, konnte er gar nicht von vorne kommen. Und ich war so in Gedanken versunken, dass ich auch ziemlich ruhig war und eigentlich nichts groß dazu zu dieser Situation gesagt habe. Dann kam die Polizei dazu und der Typ war auch
nett zu mir, ja, war super freundlich, war nett zu mir, hat mir nichts Böses gewollt, hat gesagt, ja, es ist blöd gelaufen, kann passieren und so weiter. Dann hat er mir noch erzählt, so, ja, der ist gerade auf dem Weg zur Hochzeit und jetzt kommt der zu spät und bla bla bla. Und ich habe mir immer noch so gedacht, ja, scheiße, habe ich den echt übersehen, kann ja sein, ist ja möglich, ne? Ist nicht unmöglich. Dann kam die Polizei und die haben dann gefragt, ja, möchten Sie eine Aussage machen? Und ich sagte, na, ich mache da jetzt keine Aussage. Lasst euch wirklich gesagt sein, macht niemals vor der Polizei, wenn ihr einen Unfall gemacht habt, eine Aussage. Ihr müsst das nicht. Macht das wirklich erst mit dem Anwalt zusammen. Macht dann erst eine Aussage und sagt dann, ja, ich habe keine Ahnung zu dieser Situation jetzt. Ich mache jetzt keine Aussage. Ich nehme dann später Stellung dazu. Weil ich gesagt habe, nee, ich möchte keine Aussage machen. Dann wurde dann richtig sauer. Ja, und Ende vom Lied, ich habe Unrecht bekommen, obwohl ich mir hundertprozentig sicher war. Er war nämlich im Stress gewesen, er ist hundertprozentig über Rot gefahren, weil da kam ja von nirgendwo. Aber ich war einfach, ja, ich hatte kein Geld, keine Ahnung. Und heute würde ich das ganz anders da machen. Aber naja, so. Wir sind jetzt der Halse. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, Like da lassen.